Erfolgreiches Model, Jurymitglied, TV-Star. Am 22. März 2024 wird Anna Ermakova 24 Jahre alt und kann bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Berühmt war Anna schon, als sie geboren wurde, denn die Geschichte ihrer Zeugung war damals ein großer Skandal. In einem Londoner Luxushotel lernte Tennislegende Boris Becker an einem Abend im Jahr 1999 das Model Angela Ermakova kennen. Zu diesem Zeitpunkt war er noch mit seiner damaligen Frau Barbara zusammen, die gerade schwanger war. Aus der flüchtigen Bekanntschaft wurde ein One-Night-Stand. Boris Beckers Abenteuer in der Besenkammer bzw. auf der Treppe, wie er später klarstellte, hatte Folgen. 9 Monate später kam Baby Anna zur Welt. Erst verleugnete Boris die Vaterschaft, doch ein DNA-Test brachte eindeutige Klärung. Obwohl dieser aufgrund der frappierenden Ähnlichkeit zwischen Vater und Tochter beinahe obsolet gewesen wäre. Heute ist der einstige Tennisstar jedoch enorm stolz auf seine Tochter. Sie sei wunderschön und er liebe sie sehr. Anna startet erfolgreich als Model durch, ist mittlerweile ein Topstar auf den roten Teppichen. 2023 gewinnt sie den Let's Dance-Pokal und tritt spätestens mit diesem enormen Erfolg aus dem Schatten ihres berühmten Vaters. Als Tanzchampion und Mitglied der Supertalent-Jury wird sie zum Star und schreibt nun ihre eigene Geschichte.